Herzlich willkommen bei T-Kamera TV. Im letzten Video haben wir den DJI NASA M3 Flight Controller ausgepackt und einige Details dazu erklärt. In diesem Video wollen wir euch den Tipp geben, den NASA M3 Flight Controller erst einmal zu testen, bevor man ihn in den Kopter einbaut, um seine Funktionen sicherzustellen. Da dieser kein 10€ Flight Controller ist, macht das schon Sinn, ihn erst einmal zu testen. Dazu haben wir jetzt mal die wichtigsten Komponenten aus dem NASA M3 Paket rausgeholt. Das ist zum ersten Mal die PMU der M3, das GPS- und Kompassmodul, der Flight Controller selbst und das LED-Modul. Außerdem brauchen wir natürlich einen Akku, in unserem Fall einen 4S 1800er Akku mit XT60 Stecker. Um die Funktion jetzt zu testen, ist es ganz einfach. Es ist alles zu stecken, wir müssen jetzt nichts löten. Wir nehmen den M3 Flight Controller, kippen ihn auf die rechte Seite und sehen hier den CAN 1 Port und darunter den LED Port. Beim LED Port stecken wir jetzt das Kabel der LED ein. Das hat unten zwei so Führungsschienen, die unten einrasten müssen. Das heißt so rum und einstecken. Das geht bei diesem Stecker ein bisschen schwer. Dann haben wir als nächstes müssen wir von der PMU den CAN-Stecker hier in CAN 1 einstecken. Das ist überhalb des LED-Steckers. Das ist jetzt der Stecker Nummer 2, den wir brauchen. Als nächstes stecken wir den Kompass an. Der hat ja auch noch einen CAN-Bus hier dran mit. Und wichtig ist jetzt, man kann hier einen Fehler machen. Und zwar auf der linken Seite von der M3 gibt es einen CAN 2. Wer es da ansteckt, hat verloren. Das ist nämlich die falsche Position. Wenn man das tut, stürzt nachher zwischendurch immer mal wieder die Assistant-Software ab und man kriegt auch keine Verbindung zum GPS. So. Der korrekte Stecker ist, wie es im Handbuch auch erklärt ist, an der M3. Dort ist nämlich noch ein CAN-Bus-Anschluss. Dort steht wieder CAN 1 und da stecken wir das jetzt ein. Die Abrundungen muss man immer auf der richtigen Seite haben. So. Und schon haben wir alle Dinge verbunden. Alle sind jetzt mit der NASA M3 verbunden. So, jetzt drehen wir das mal so hin, dass man das alles sieht, wo das eingesteckt ist und wie das dann nachher auch alles leuchten wird. So, denn jedes der Module hat eine LED außer der CAN-Bus Hub. Was ich vorher noch vergessen habe zu sagen, wir brauchen natürlich das USB-Kabel dann noch für den nächsten Schritt. Aber jetzt steckt mal als erstes den Akku an. So, der ist natürlich jetzt aufgeladen. Wir stecken jetzt hier an und schon sehen wir, dass alles leuchtet. Das LED-Modul leuchtet am Anfang kurz mal dauerhaft weiß und dann fängt es an zu blinken. Das ist alles also normal. Und jetzt leuchtet es rot, das ist auch normal, weil wahrscheinlich keine Motoren bzw. Regler erkannt sind. So, wir sehen jetzt hier die LED rot blinken, hier eine blaue kleine LED, diese leuchtet und am GPS-Modul leuchtet es gerade orange. Das heißt, soweit schaut es schon mal gut aus. Jetzt machen wir als nächsten Schritt das USB-Kabel hier dran und verbinden das andere Ende mit einem USB-Port vom PC. Als nächsten Schritt müssen wir als erstes die DJI Assistant 2 Software runterladen. Dazu gehen wir auf dji.com, oben in der Menüleiste auf Industriell gehen, links Flugcontroller auswählen und den M3 Flight Controller auswählen. Und jetzt unter Downloads werden einige User wahrscheinlich ziemlich verzweifeln, denn hier ist kein Assistant 2 Download vorhanden. Im Handbuch, im deutschen Handbuch bzw. im englischen Handbuch steht, man soll hier hingehen und dort die Assistant 2 Software runterladen. Das ist aber leider falsch, DJI, denn
da ist nichts. Das Einzige, was man machen kann, ist auf die englische Seite wechseln. Jetzt nochmal runterscrollen, auf Downloads gehen und jetzt, siehe da, ist die Assistant Software verfügbar. In unserem Fall laden wir also die DJI Assistant 2 V108 herunter. Hier kann man auch direkt die EXE-Datei runterladen. Wir haben die Software jetzt heruntergeladen und installiert und öffnen jetzt über das Desktop-Symbol DJI Assistant 2 die Software. Jetzt möchte das Programm, dass wir den USB-Stecker einstecken, so wie wir es vorhin gezeigt haben. Muss der Akku natürlich angesteckt sein. Und jetzt erhalten wir hier das Symbol N3 Flight Controller. Da klicken wir drauf. Und jetzt möchte das Gerät aktiviert werden vor der ersten Verwendung. Dazu klicken wir auf Start Activation, nehmen unsere E-Mail-Adresse, bestätigen dies und ab jetzt kann man die N3 benutzen. Complete. Und schon sind wir in der Assistant 2 Software auf der Oberfläche. An dieser Position geht es jetzt grundlegend nur darum zu prüfen, ob der Flight Controller funktioniert. Aktuell ist hier ein Rufezeichen und hier ein Rufezeichen. Batterie sagt okay, Flight Restriction sagt okay und die Current Voltage ist natürlich auch falsch, die ist standardmäßig auf 6S eingestellt, die sind ja auf 4S, das können wir gleich umschalten. Jetzt schaut es hier schon mal besser aus. Und es gibt eine Unlock-Funktion auf der linken Seite, da klicken wir jetzt mal drauf und jetzt ist der Flight Controller erst angelockt sozusagen. Da es uns in diesem Video erstmal nur darum geht, zu prüfen, ob der Flight Controller in Ordnung ist, sehen wir jetzt hier an der Oberfläche schon mal, dass eigentlich alles gut ausschaut. Hier können wir übrigens auch noch auf Deutsch umschalten. Die Assistant 2 Software bringt auch alles in Deutsch, was sehr gut ist, was früher auch nicht so war. Damit sind wir mit diesem Teil am Ende angekommen. Wir machen nämlich einen separaten, noch ausführlicheren Teil zur DJI Assistant 2 Software in einem der nächsten Videos. Hier ging es jetzt einfach nur mal darum, den Flight Controller zu testen, zu aktivieren, das Lock rauszunehmen und einfach zu sehen, ob alles funktioniert, soweit man das jetzt sehen kann. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Über einen Daumen nach oben würden wir uns freuen und bis zum nächsten Video.